Herzlich willkommen, Ihre Majestät. Ich freue mich auch, Sie begrüßen zu dürfen, Herr von Weidner. Herr von Weidner, ich bin aus dem Adelsstand aufgestiegen. Für diese Session und vielleicht für die nächste auch noch. Ja, also, ja, man kann sich ja nur verbessern, nicht wahr? Die Frage ist, verbessern wir uns heute, Kirsten, im Vergleich zum letzten Mal oder halten wir unser Niveau? Von welcher Session redest du jetzt? Von der astrologischen oder der Also, tarotistischen? die natürlich bezogen auf unser letzten Tarotgarten, du erinnerst dich, es ist schon wieder eine Weile her. Ja, also da halten wir das Niveau eindeutig und gehen auch noch mal eine Nummer rüber, passend zum Skandal im Royal House. Ne? Sehe Oh ich ja. ja im Hintergrund schon die eine der Royals der englischen Geschichte. Und ich denke, wir werden heute reichlich zu erzählen haben. Ja, also wir wollen natürlich nicht aufs Galaniveau aufsteigen oder hinabsinken, je Ach, nachdem, warum? obwohl es sehr nahe liegt. Denn Gala. unser Thema heute ist, wie man im Hintergrund sieht und natürlich auch Kirsten perfekt verkörpert. Heute hat sie ihren Krönungsschmuck angelegt. Wir sehen im Hintergrund eine Königin. Und zwar, es geht heute um die Herrscherin im Tarot. Das ist der dritte Trumpf oder der Trumpf, der die Zahl 3 trägt, um es vielleicht genau zu sagen. Und ja, und da wollen wir ein bisschen in die Tiefe gehen. Ja, und ich werde hier schon als Professor von Weidner betitelt. Da müssen wir dann beim Professor wahrscheinlich bis zum Eremiten warten, oder? Na, das ist ja eher so eine Eremitenfigur. Ach, also auch der Hohepriester hat durchaus was Ja, was Professorenhaftes. Professorales, ja. Also wir werden noch eine Rolle für mich finden, sagen wir mal so. Und ja, ich sehe schon, die Leute freuen sich sehr. Einen wunderschönen guten Morgen aus, wo auch immer ihr gerade seid. Und Pascal, auch wenn du nur zu Beginn dabei bist, du kannst es dir ja später einfach nochmal anschauen, denn wie gesagt, dies ist auch ist zwar live, aber ist später als Aufzeichnung zur Verfügung. Im Hintergrund also eine Herrscherin. Ich habe lange überlegt, soll ich die aktuelle Elisabeth nehmen oder nehme ich nicht lieber diese Elisabeth? Es ist nämlich Elisabeth die Erste in ihrem Krönungsornat. Ich muss allerdings sagen, ich habe mir die Bilder angeschaut von der Krönung von Elisabeth der Zweiten. Das sah nicht ganz unähnlich. Die Frisur war vielleicht ein bisschen flotter, aber Na, ansonsten. sie hat ja keine Frisur. Die haben ja geölte, lange Haare zur Krönung. Ja, also Das ist tolle Elisabeth hat aber Frisur. die geölte Haare, die Elisabeth die Zweite, meine ich. Die hatte doch so Ja, einen die blonden hatten so. Schnitt. Nein, während ihr das Öl darauf geträufelt wird, haben sie immer die Ich Haare offen. verstehe. Ich verstehe. Aber irgendwie hielt die Frisur trotz Ölung. Also, also hier sieht man es vielleicht bei dieser Elisabeth. Die hatte nun ganz lange rote Haare gehabt. Und wir sehen sie hier. Also ich finde es ein tolles Bild, weil es im Grunde genommen das, was wir später ikonografisch auf der Tarotkarte sehen, irgendwie vorwegnimmt oder in irgendeiner Parallele steht. Also es ist doch ähnlich. Wir haben dieses Zepter, wir haben den Reichsapfel und natürlich auch die Krone und auch diesen herrschaftlichen Habitus. Also finde ich sehr, sehr schön. Ja, man muss halt auch dazu sagen, dass England eine ganz besondere Beziehung zur Herrscherin hat. England ging es immer besonders gut, wenn Frauen regiert haben. Die bekanntesten drei haben ja auch ewig lange regiert, ne? Elisabeth die Erste, Victoria und jetzt Elisabeth die Zweite. Ob es jetzt England so gut geht, ist nochmal dahingestellt. Aber es gab Zeiten, wo sie wirklich sehr große Einigkeit geschaffen hat. Und das geht, glaube ich, zurück bis auf Genèvre. Und die Lady, über die wir sicher auch heute noch sprechen werden. Also, ich glaube, das, was man am ehesten beim Begriff, wenn ich jetzt mal ohne Tarot den Begriff Herrscherin in die Runde werfen würde, dann würden wahrscheinlich die meisten an eine solche Figur denken. Also eine weibliche Königin würde man, ja, weibliche Königin, also eine Königin, einen weiblichen König, so rum. Heutzutage muss man das schon so definieren. Eine Ja. als Frau gelesene Königin. Eine als Frau gelesener König? Königin. Könnte man auch sagen. Also in jedem Fall interessant war natürlich, dass
Also ich möchte mich da gern mit dir auch ein bisschen unterhalten, du als ausgewiesene Expertin auch der Historie des Tarot. Denn ich bin da so auf ein paar Fragen gestoßen und ich hoffe, du kannst da mir helfen, wie ich das besser einordnen kann. Denn da haben sich eben, wie gesagt, Fragen ergeben, auch vor allen Dingen, warum kommen eigentlich im Tarot, aber ich möchte es jetzt, ich stelle die Frage jetzt schon mal, aber wir kommen später nochmal drauf zurück, weil ich auch ein Bild dazu vorbereitet habe, warum kommen eigentlich im Tarot erst Hohepriesterin und Herrscherin und dann erst der Herrscher und der Hohepriester? Also, da ist doch irgendwo was sehr Weibliches am Gange im Tarot. Matrilineare oder sowas in der Art. Aber du überlegst schon und bevor du antwortest, wechsle ich schnell das Bild, weil ich habe da dazu extra ein Bild vorbereitet. Ich würde nämlich gerne über diese Geschichte würde ich mir genauer beleuchten, weil da haben sich bei mir so ein paar Fragen ergeben. Aber ich habe noch ein Bild, bevor wir jetzt in die Tarotkarten steigen, noch ein Bild auch als Assoziation dazu gefunden. Und zwar eine Grußkarte aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, von dem ich auch finde, dass sie eine gewisse Ähnlichkeit besitzt mit dem, was wir später als Herrscherin erkennen. Also wir sehen da nämlich die Göttin Juno in einer fast an ein Pin-up-Girl-Pose erinnernden Pose, so wollte ich es ausdrücken. Ja, und auch in ihrem Sternenkranz, den sie um sich herum trägt, der ja später auch bei der Herrscherin zu sehen sein wird, da sehen wir die Planeten abgebildet. Und sie hat dann eben die Weltkugel in ihrer Hand oder stützt sich auf die Weltkugel, hat auch so ein Zepter in der Hand, aber es ist so ein bisschen ein anderes Konzept als jetzt die Elisabeth. Ne? Also die Elisabeth, die wir jetzt gerade gesehen haben, die erste, die ist ja doch sehr hoheitlich. Also da würden wir jetzt eben nicht an eine solche Pose denken. Aber wenn wir später Bilder im Tarot sehen, aus den verschiedenen Tarot-Decks, werden wir ja auch zum Beispiel die Herrscherin in dieser Pose eher sehen. Es gibt auch tatsächlich Decks, wo Juno und Jupiter im Deck auftauchen, statt Herrscher und Herrscherin. Das mag so ein bisschen was mit politischen Themen zu tun haben oder aber auch, wenn man da einen Archetypen darstellen wollte. In jedem Fall sehr spannend, also zumindest auch, weil sie ja als die Ehefrau oder als die Göttin der Ehe auch dargestellt wird und zum Beispiel in der Antike eher züchtig dargestellt wurde. Also immer mit geschlossenem Kleid, immer mit gerader Pose. Selten wurde sie eben jetzt so locker dargestellt wie hier. Das erinnert doch eher an eine andere Göttin, nämlich an die Göttin Venus, die allerdings dann meistens barbusig dargestellt wird. Ja, und das ist etwas, was beim Tarot immer der Fall ist. Die Herrscherin steht sowohl für die Ehefrau als auch für die Geliebte. Und im Idealfall verkörpert sie beides. Also sie ist sowohl venusisch als auch junonisch. Es gibt ja auch noch eine andere Göttin, die oft mit ihr in Verbindung gebracht wird oder gelegentlich, oft gelegentlich, ich weiß es nicht genau, aber darüber habe ich gelesen, dass es die Demeter auch sei, die Ceres Genau. Demeter, die mit ihr in Verbindung gebracht wird. Und da haben wir doch ein interessantes Potpourri an Göttinnen, die sich da versammeln. Ja, prinzipiell können wir sagen, sie ist, darüber haben wir es ja auch schon bei der Hohepriesterin geredet, ein Ausdruck der großen Göttin, wie auch immer wir die große Göttin definieren wollen, aus welchem Pantheon wir uns da bedienen. Und sie ist die reife Frau, also der volle Mond sozusagen. Interessant, dass ich auch gelesen habe, allerdings war die Quellenangabe nicht so ganz klar, dass in manchen Decks nach der Französischen Revolution, als sozusagen Aristokratie nicht mehr so in war und man irgendwie nicht mit Herrscher und Herrscher argumentierte, man sie als die Großmutter betitelte. Hast du davon schon gehört? Ich habe das nur in einer Fußnote gelesen. Fand ich überraschend. Nee, das habe ich jetzt nicht parat, aber in dieser Zeit sind auch die Decks mit Juno und Jupiter entstanden. Ich meinte ja vorhin, es hatte politische Gründe. Unter anderem, man hat ja dann gerne, gerade nach der Französischen Revolution, sich auf antike Götter und Göttinnen bezogen, um dieses ganze Royale rauszubekommen.
Und da in dem Zusammenhang eben Großmutter habe ich gelesen. Muss man mal gucken. Ich werde dir mal nachher sagen, ich glaube, bei Kaplan soll das angeblich stehen. Ich habe das bei der Barbara Walker gelesen. Ich habe dir vorhin schon verraten, ich habe da ein bisschen bei der Barbara Walker hineingelesen. Man kann natürlich durchaus überlegen, inwieweit die Großmutter was mit der großen Mutter zu tun Eben. hat. Also ich denke zum Beispiel an das Märchen Rotkäppchen, wo das Kind zur Großmutter in den Wald pilgert. Da haben wir wieder auch sowas wie Frau Holle oder so, ne? Und die ja auch immer gerne als alte Frauen dargestellt werden. Ich denke, das Wort könnte sich davon ableiten, denn warum sollte eine Mutter also eine Oma, eine große Mutter sein, parallel der Großvater, warum heißt der eigentlich Großvater? Darüber macht man sich nicht so viel Gedanken, ne? Ich finde es auch interessant und die Spekulation war eben, dass dann das mit Großmutter dann eben die große Mutter verschlüsselt wurde. Und das ist ja auch die Zeit, also wir reden jetzt mal vom 19. Jahrhundert, wo ein Herr Bachofen anfing mit dem Mutterrecht und dieses Thema der großen Göttin irgendwie auftauchte. Und scheinbar viele verbinden nun die Herrscherin auch eben mit diesem Aspekt der großen Göttin, der großen Mutter, der Großmutter, dann eben auch die Herrscherin. Also da steckt viel mehr drin als einfach nur so ein royaler Aspekt in dieser Karte. Zumindest kam der wohl dann in dieser Zeit dazu. Wie das in den Anfängen des Tarot war, weiß ich nicht, ob man da nicht vielleicht einfach nur ein Abbild gesehen hat. Und da war für mich eben immer die Frage, wenn der Tarot aus seine Wurzeln so im 15. Jahrhundert hat, ja, in einer Zeit also, in der man durchaus aristokratische Strukturen noch für selbstverständlich gehalten hat, warum zum Beispiel dann die Herrscherin vor dem Herrscher kommt, ebenso wie wir auf einmal eine Päpstin haben, die vor einem Papst kommt in der Reihenfolge. Das fand ich interessant. Ja, Also du das denkst falsch rum, ganz denk einfach. falsch rum. Gut. Ja, erst kommt natürlich das Niedrige und es wird höher und höher und höher. Ich denke hierarchisch andersrum. Ich sage immer, Ja. dass. Ah, okay. Also Und das nochmal, heißt. wie diese, also man nimmt ja an, dass die Triumphi, die Trümpfe, was mit den Umzügen im Mittelalter zu tun hatten. Und da waren erst. Kamen die niedrigeren Stände und dann ging es höher und höher und man sah dann nach und nach die Royalen, dann natürlich den Papst, der eindeutig über den Herrschern steht. Und nach dem Herrscher kommt ja die Liebe. Also was ist größer als nach dem Papst, was ist größer als der Papst? Das ist die Liebe. Na, also so lang musst du denken. Ah, okay, verstehe. Das heißt, es ist eigentlich fast schon ketzerisch, dass dann nach dem Papst überhaupt noch was kommt. Ja, was nach dem Papst kommt, sind ja eigentlich größtenteils überpersönliche Figuren. Da sind zwar Figuren drauf, aber es ist dann wirklich wird archetypischer, während Alles klar. wir gerade die ersten fünf Karten sehr klar Personen haben. Und ab zum Beispiel erst ab dem Hohepriester, jetzt wandern wir schon ein bisschen weiter, gibt es, wenn wir uns das Waite-Deck ansehen, aber auch das Marseille-Deck, andere Personen als eine Person. Vorher ist es immer nur eine Person zu sehen. Okay, ja, spannend. Ja, wenn man das so sieht, dann ist das natürlich ganz klar. Interessant auch dieser Hinweis, dass das eben mit diesen Triumphzügen, die heißen ja auch, ne, die Triumphzüge heißen sie jetzt nicht, aber diese Wagenzüge, die man vielleicht vom Karneval vielleicht als Abklatsch noch kennt, Also in Italien hießen sie Trionfi. die hießen tatsächlich so. Interessant, spannend. Und da wird dann vielleicht ein Wagen gewesen sein, wo dann eben die Göttin Juno oder die Herrscherin zu sehen gewesen sein. Ja, interessant. Ich habe jetzt noch eine Herrscherin mitgebracht, Durfte nicht fehlen. die durfte nicht Aber fehlen. erzähl uns doch mal was über diese Herrscherin. Sie wird tatsächlich aber oft in der Literatur auch mit der Herrscherin im Tarot in Verbindung gebracht, habe ich öfters gelesen. Es ist natürlich hier die Patrona Bavariae, die Herrscherin über Bayern. Es ist die Maria auf der Mariensäule, die Mutter Gottes, die Himmelskönigin. Und ich fand aber wirklich, Kirsten, weil ich weiß, du hast da so ein bisschen Mühe mit, weil ich habe ja in unserem Stadtorakel, wir haben ja mal bei den Stadtspürern ein Stadtorakel entwickelt, wo wir die 22 Arkana mit 22 Punkten in München in Verbindung gebracht wurde, das vielleicht auch bald wieder ein Revival erlebt. Da habe ich eben hier die Patrona Bavariae mit der Herrscherin in Verbindung gebracht.
Und für mich ist natürlich klar, man kann jetzt sagen, diese Mondsichel, da erinnert ihr euch vielleicht vom letzten Mal dran, die war ja eigentlich zu Füßen der Hohepriesterin. Aber die Mutter an dieser Stelle, na, die ein Kind geboren hat, dann natürlich das Zepter und die Krone und natürlich auch die Farbe golden. Na, man würde mir vielleicht eher sagen, die Hohepriesterin ist vielleicht eher silbern, aber die Farbe Gold, die ja nun vielleicht auch an das goldene Getreide erinnert, der Ceres und der Demeter, diese Fruchtbarkeitsaspekte, die finde ich natürlich in dieser Darstellung wieder. Und insofern ist das für mich, auch weil sie Patrona Bavariae heißt, die Herrin über Bayern, für mich eine typische Herrscherin-Figur. Ja, tatsächlich werden die Hohepriesterin und die Herrscherin auch meistens als ein Schwesternpaar betrachtet oder als die Kehrseite einer Medaille. Dies eine introvertierte Liebe, das andere extrovertierte Liebe. Im Wade-Smith-Tarot sind sie zum Beispiel über die Granatäpfel verbunden. Die Herrscherin trägt ein Gewand aus Granatäpfeln. Bei der Hohepriesterin sieht man die Granatäpfel im Hintergrund auf dem Vorhang. Also die gehören schon irgendwie zusammen. Und darüber haben wir letztes Mal auch geredet. Das war ja früher von wegen Reihenfolge auch nicht ganz eindeutig, wo die Hohepriesterin angelegt war. Sie war ja die Papess und war auch zeitweise nach dem Herrscher angesiedelt, ne? Und was da, denken wir an sowas wie die Nebel von Avalon. Da wird ja doch auch immer ziemlich eine Verwirrung geschaffen zwischen den einzelnen Frauengestalten. Also Adi Morgause mit der Vivian, mit der Morgaine und dann auch noch die Guinevere. Die haben ja alle ähnliche Aspekte, die sie in unterschiedlicher Weise austragen. Und ich denke, das rührt daher, dass die früher alle mal eins waren. Ich finde, wenn man da schon differenziert, dann würde man vielleicht sagen, die Morgaine wäre eher so der Hohepriesterinnen-Typ und Genau. die Guinevere oder Guinevere, die wäre eher so der Herrscherinnen-Typ. Ja. Oder auch Genevre, ne? Oder auch Guinevere, natürlich der französischen so blendend mächtigen Symbol, kann man sich auch Guinevere sagen. Man kann höchstens noch mit Walisisch auftrumpfen, da war es die Guinevere. Aber der Roman heißt nun mal Le Morre d'Arthur. Ja, und wurde von einem Engländer verfasst, insofern. Super. Thomas Man sprach Malory. aber am englischen Hofe Französisch lange Ja, Zeit. also Französisch ist auf alle Fälle sehr viel royaler, ne? Und ich denke mal, auch wenn wir ja, gab es eigentlich eine französische Königin, die so strahlt, also eine alleinherrschende Königin? Gab es eigentlich nicht, ne? Das waren immer, wüsste ich jetzt nicht. Das Helft uns gab es auf die nicht. Sprünge, falls wir historisch falsch liegen, aber. Eigentlich gab es da immer nur die Könige. Also so richtig eine Königin, allein herrschend, haben wir Man eigentlich. hat höchstens die Katharina da Medici, Ja. die aber nicht unbedingt Okay. Französin war, aber die sehr, sehr stark alles beeinflusst hat. Aber sie hat das auch nicht so sehr aus der Königinnenperspektive gemacht, sondern als im Hintergrund agierend. Und vielleicht noch eine Zarin könnte man, in Russland könnte man noch erwähnen. Da hätten wir noch was Paralleles. Aber ansonsten ist das schon. In Österreich eine großartige Aber Königin. selbstverständlich, wie konnte ich das vergessen? Wie konnte ich? Oh Gott. Ja, aber in jedem Fall, also da sehe ich den Zusammenhang und auch dann später in den Tarotkarten sehen wir ja zum Beispiel diese 12 Sterne, die, ich glaube, beim Wade-Smith-Tarot ist das, gibt es so 12 Sterne, die das Haupt umringen. Da ist ja dieses Thema der Himmelskönigin bewusst aufgenommen worden, denn das bezieht sich ja auf eine Stelle aus der Apokalypse, aus dem Buch der Offenbarung, die Apokalypse des Johannes, Kapitel 12, Vers 8. Dort steht nämlich, dass eine Frau am Himmel erschien, mit 12 Sternen umkränzt. Und den Mond zu ihren Füßen, das ist der Prototyp des apokalyptischen Weibes. Das ist dann später mit der Mutter Gottes in Verbindung gebracht worden, mit Maria. Also in der Bibel noch nicht mit Maria, später hat man das dann mit ihr in Verbindung gebracht Und und mit dem Kind. der Marienplatz steht immer noch, obwohl da apokalyptische Visionen herbeigesprochen werden. Gerade Zwölf deshalb, dann. das nennt man apotropäisch. Also in dem Ah. Sinne, man nimmt das Unglück vorweg und dadurch wird es sozusagen verprellt. Ich Ja. verstehe. Dazu mehr auf unseren baldigen Stadtführungen wieder.
Ja, ich habe natürlich jetzt werde ich ein bisschen provokant, liebe Kirsten, und ich bin gespannt, was du zu diesem Bild sagst. Natürlich ist das völlige Gegenkonzept dazu. Also ich habe ja gerade die vierte Staffel von The Crown gesehen. Ja, also, das Die heißt, sieht ein bisschen so aus, die Frau, ist doch ach, die Frau Schwarzer, tatsächlich, ne? das Bitte? ist Alice Schwarzer, genau. Genau, Alice Schwarzer. Ja, ich finde, sie sieht ein bisschen aus wie die Camilla. Deswegen musste ich jetzt gerade an sie Ja, denken. stimmt, du hast recht. Was möchtest du mir mit diesem Bild sagen, lieber Ja, Christopher? was glaubst du, was ich dir damit sagen möchte? Ich will dich da jetzt ein bisschen aus der Reserve locken. Also, ich bin ja sehr vorsichtig, was Gender-Themen betrifft. Ja. Man muss ja aufpassen, was man heutzutage sagt. Ja, Alice Schwarzer. Also, ich habe mal ihre Biografie auf astrologische Art und Weise geschrieben und finde, sie ist eine faszinierende Frau, die nicht mehr so ganz in den Feminismus des 21. Jahrhunderts passt. Aber sie hat natürlich die Herrscherin hervorgekehrt in der zweiten, was die zweite oder dritte Welle, die dritte Welle des Feminismus. Und hat den Männern gezeigt, wo der Haken hängt, eindeutig. Ja, in jedem Fall. Ich habe sie auch aus diesem Grunde gewählt, weil ich mir überlegt habe, gibt es moderne Ikonen, die vielleicht dieses Selbstbewusstsein der Herrscherin verkörpert? Sie ist sicherlich keine Hohepriesterin, sondern sie ist eher eine Frau, die gesagt hat, ja, eben dieses Selbstbewusstsein der Weiblichkeit auch verkörpert, wie es dann in der Frauenbewegung zum Tragen kommt. Und vor allen Dingen finde ich, ist da dieses Spannungsverhältnis, was in der Herrscherin ja da ist, also zwischen dieser Pin-up-Girl-Darstellung aus Anfang des 20. Jahrhunderts, die ja eigentlich schon wieder sozusagen die Herrscherin in ein Wunschbild vielleicht eher für die männliche Gesellschaft bringt, also für den männlichen Teil der Gesellschaft bringt. Und Alice Schwarzer hat eigentlich immer den rein weiblichen Standpunkt in den Vordergrund gerückt, also im Sinne des Feminismus. Und da sehe ich auch so ein bisschen bei all den Darstellungen, die wir vielleicht erst auch noch sehen, immer so da hab ich meine Mühe mit der Herrscherin, weil für mich ist die Herrscherin ein weibliches Prinzip, das über dem steht, was wir vielleicht in das Weibliche hineinprojizieren. Und das heutzutage auch wieder so wir werden das nachher noch sehen. Es gibt da zum Beispiel eine Darstellung der Herrscherin aus dem Modern Witch Tarot. Und da werden wir noch sehen. Also ich habe da ein bisschen Mühe damit. Ich sehe sozusagen da auch wieder so ein Klischee hinein. Ja? Entschuldigung. Euer Majestät. Ich kann dir nicht ganz zustimmen, dass sie den weiblichen Standpunkt vertreten hat. Ich finde, das Wort weiblich passt da nicht aus meiner Perspektive. Es ist der feministische Standpunkt, den sie Okay. vertreten hat. Ja, Und das ist hast für mich recht. ein Unterschied. Weibliche Bedürfnisse wurden ja gerade in der dritten Welle des Feminismus durchaus verwehrt. Und da ist ja dann auch dieses Bild entstanden, wo du vielleicht jetzt Probleme mit hast, die smarte Frau im Hosenanzug, die nach den Prinzipien des Patriarchats nach oben kommt, indem sie halt sich besonders männlich gibt, Sigourney Weaver in Working Girl oder so. Das ist nicht weiblich. Und das ist auch ein Thema um mal wieder zum Tarot zurückzukommen, hier mit deinen politisch-geschichtlichen Bildern. Die Herrscherin, der geht es um Fruchtbarkeit, um Kreativität und um sich ausdrücken. Deswegen wird sie auch oft schwanger dargestellt. Und wenn ihr das verwehrt wird, aus welchem Grund auch immer, dann wird sie sehr destruktiv durchaus auch. Und das kann man dann auch durchaus im Kartenbild erkennen. Ich sage jetzt nicht, dass Alice Schwarzer destruktiv ist. Also Alice Schwarzer ist definitiv eine Heldin des Feminismus gewesen. Gewesen, glaube ich, eher als dass sie es noch ist. Aber sie hat jetzt nicht unbedingt, also sie verbietet ja auch Frauen viele Dinge, ne, die Frauen vielleicht gerne erleben möchten. Ja, also ich merke, da ist natürlich auch so die Frage, was ist männlich, was ist weiblich? Das wird ja jetzt bei den Tarotkarten, die wir noch vor uns haben, wird das interessant werden, auch wenn wir dann auch zur nächsten Karte kommen werden, der Herrscher, der dann einen männlichen Gegenpol sieht. Und ich sehe schon, da geht auch hier bei uns im Chat eine ein interessante
Thesen aufgestellt werden. Die Eva. Ich verstehe nicht, was Eva fragt. Gilt diese Aufteilung der einen Frau in verschiedene Karten? Ah, okay. Nee, Eva, das wäre dann eher das männliche Prinzip, ne? Also es gibt ja durchaus auch, wir haben jetzt noch nicht über den Großvater gesprochen, den es aber definitiv auch gibt, in verschiedenen Facetten, und das wären dann die Männer. Also das Tarot heißt, ist tatsächlich eher ein gleichberechtigtes Prinzip, ne? okay. So. Ja, und Kerstin merkt nur an, dass mit dem Feminismus sich die Frauen nicht unbedingt einen Gefallen getan haben. Das ist natürlich auch ein Standpunkt, den man einnehmen kann. Es hängt ihnen ganz stark davon ab, was man darunter versteht, was weiblich sei. Und da finde ich, hat der Feminismus einiges durcheinander gebracht, aber in einem positiven Sinne für mich. In dem Moment muss man es auch einfach wieder hin, um es zu hinterfragen. Also, was ist eigentlich das Weibliche und was ist die Rolle des Weiblichen? Bis hin zu einer Judith Butler zum Beispiel, die das Ganze sowieso als gesellschaftliches und soziales Konstrukt hingestellt hat. Also, sehr interessante Geschichte und Thematik. Und da finde ich eben teilweise in den Darstellungen, da muss man sagen, sind die Darstellungen der Tarotkarten immer auch Zeitgeist. Also ganz deutlich spürt man auch, wenn wir jetzt gleich sehen, wenn wir ein paar Darstellungen sehen, wie der Zeitgeist auch einwirkt auf die Darstellung dieser doch sehr weiblichen Karte. Das kann man ja jetzt mal so stehen lassen, oder? Und dadurch spiegelt sich natürlich auch das Verständnis von Weiblichkeit in den Karten wider. Eindeutig. Ich hätte übrigens auch, weil Iris meint, alles Schwarzer, ich hätte auch Angela Merkel hinnehmen können als Herrscherin. Ja. Ja, Hab da ich gibt es überlegt für einen sehr Moment. viele Vorbilder. Wir können auch die Uschi nehmen. Meinst du Ist das Uschi nicht? Obermeier? Nein, die EU, die. Ach so, Entschuldigung, Ursula. Die Ursula, Aber genau, Uschi verzeihung. Obermeier würde auch gehen, finde ich. Uschi Obermeier, Dolly Dolly Parton, Parton. Carter, wie heißt Was wäre sie? denn, eigentlich Marilyn Monroe? Würdest du sagen, die würde da auch reinfallen? Also Marilyn Monroe ist eher, wenn Herrscherin, dann der venusische Typus. Ich würde sie fast eher zur Kraft hinordnen. Ja, liebe Kerstin, das habe ich auch so verstanden, dass du das so meintest. Ja. Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen mal weiter. Wir wollen ja jetzt nicht in Tagespolitik oder gar Gesellschaftskritik abrutschen, sondern Aber wir wir sind. sehen Tarots immer aktuell. Ja, ich finde auch. Ich finde das deswegen, es hat mich sehr inspiriert. Ich habe jetzt nochmal einfach hier die beiden Karten, über die wir jetzt schon ein bisschen im Vergleich gesprochen haben, nebeneinander gestellt. Also die La Papesse, die Hohepriesterin, und L'Impératrice, die Herrscherin. Um auch auf die Unterschiede vielleicht nochmal kurz einzugehen. Ich fand das interessant, dass ja im Grunde genommen die Herrscherin, so wie du sagst, ja dann eine Weiterentwicklung der Hohepriesterin wäre. Und Ja, nicht eine Weiterentwicklung, nein. Weiterentwicklung nicht, sondern. Sie gehören zusammen. Ah Das, ja. denken wir wieder an den Mond. Dann haben wir den zunehmenden jungfräulichen Mond, der kurz nach dem Neumond ist, den wir ja gestern wieder hatten. Und dann haben wir den vollen Mond. Und dann wird es aber auch wieder abnehmen. Da sind wir dann bei der Karte Mond gelandet. Okay. Also es ist keine Weiterführung, sondern sie gehören zusammen. Sie repräsentieren verschiedene Stadien der großen Mutter. Okay. Ich habe gelesen, dass die Zahl 3 ja da auch interessant ist. Ich glaube, bei der Sally Nichols ist das gewesen. Sie hat geschrieben, 1 plus 2, also Magier plus Hohepriesterin, verbinden sich miteinander und ergeben dann die 3, die Herrscherin, die dann etwas zur Welt bringt. Also das Reich der Hohepriesterin ist noch eher ein abstraktes Reich des visionären, traumhaften, während dann die Herrscherin diejenige ist, die es dann zur Welt bringt. Ja, also wir haben, darüber habe ich, glaube ich, beim Magier gesprochen. Der Magier und die Hohepriesterin werden gerne als die himmlischen Eltern, die wir auch aus Märchen oder Romanen wie Harry Potter kennen, dargestellt. Also sie arbeiten auf der Astralebene. Es ist die vorgeburtliche Prägung des Narren, ne? Der Magier stattet sie aus, stattet dieses zu gebärende
Kind aus mit den, was er verfolgen möchte, mit den Leitmotiven, die er erleben möchte oder sie erleben möchte. Und die Hohepriesterin, die stellt so den seelischen Kompass dar, wonach er oder sie strebt, die Sehnsucht. Das sind so die Hohenpriester-Themen, Hohepriesterinnen-Themen. Und die Herrscherin, die ist die Mutter des Kindes. Die kann aber nur Mutter werden, indem sie Geschlechtsverkehr hat. Also, ich weiß, Christopher, das darf ich bei dir immer nicht so sagen, aber das passiert. Kommt vor! Und sie wird also dadurch irdisch. Sie wird entjungfert. Mhm. Sie ist keine Jungfrau mehr. Da finde ich interessant, dass, wenn man mal die beiden Bilder vergleicht, dass die Hohepriesterin ihren Schoß ja noch verschlossen hält. Da liegt das Buch drauf mit den 7 Siegeln, was jetzt nämlich schon wieder eine neue Assoziation hervorruft, während die Herrscherin ihren Schoß geöffnet hat. Die sitzt ganz ja genau. Quasi eigentlich breitbeinig auf ihrem Thron. Ja, und sie guckt uns an. Mhm. Interessant. Sie kommt ins Irdische, sie sagt, was willst du gebären? Ich finde auch spannend, zum Beispiel, sie sitzt ja auch relativ entspannt da. Ne? Also sie hat zwar einerseits den Adler, zu dem du vielleicht noch ein paar Takte sagst, was er für dich bedeutet, den umarmt sie, und auf der anderen Seite ihr Zepter, das liegt da ja so relativ schräg, also gar nicht jetzt irgendwie so, als ob sie damit gleich rumregieren möchte. Es liegt da so leicht schräg, entspannt da, also sie ist doch eher eine entspannte Persönlichkeit, oder? Je nachdem, wie sie dargestellt wird, ja. Also es gibt viele Bilder, wo sie sehr entspannt dargestellt wird. Es gibt da aber auch einige, die wir wahrscheinlich auch noch sehen werden, wo sie nicht entspannt da ist. Aber es ist ihr Prinzip. Sie ist diejenige, die das Leben gebärt. Freude auszudrücken, der Aspekt der Demeter, den du genannt hast, ne, da geht es ja auch darum, Fruchtbarkeit in die Welt zu bringen. Und dem Kind, das geboren wird, Lebensfreude zu vermitteln. Okay. Das ist eigentlich ihr Auftrag. Ich würde mal sagen, und der Adler, also was würdest du sagen, wofür steht der Adler in dem Zusammenhang? Ich weiß nicht, warum du mich nach diesem doofen Adler fragst. Mir war und ist der Adler schon immer Wuppe gewesen, aber ich denke, er hat was mit dem Zeichen der Herrschaft zu tun, weil Adler ist ja eines der Wappentiere, das wahnsinnig oft in royalen Zusammenhängen auftaucht. Also ich kann dir nur sagen, was ich da gelesen habe dazu, warum da ein Adler auftaucht, wobei man immer sagen muss, das sind alles so Interpretationen, wo man nicht weiß, gehört das in das Ursprungstarot hinein oder nicht. Ich gehe eher mit dir konform, dass ich sage, naja, das ist eigentlich eher so ein Wappentier, wie es halt Königinnen und Könige hatten. Aber es heißt oft, der Adler steht für das Prinzip des Geistes, für das geistige Prinzip, der Adler, der sich in die Höhe, in die hohen Lüfte schwingt. Sie umfasst es, sie bringt das Geistige sozusagen zur Welt, sie bringt es in die Materie hinein. So habe ich das gelesen, könnte man doch sagen, ne? Ja, wenn es dich glücklich macht, gerne. Ja. Oh, du bist so gnädig heute. Das liegt in der Krone, Kirsten. Ich habe jetzt hier nochmal Anspielungen aus dem Tarot des Mannes, dessen Namen du gleich erwähnen wirst, genommen. Der sich vor allen Dingen mit der Alchemie in Bezug auf die Herrscherin auseinandergesetzt hat. Robert M. Place ist sein Name und er hat auf die einmal darauf hingewiesen, dass die Herrscherin einen Aspekt von Eva hat. Ne, hier wurde gerade Lilith im Kommentar, in den Kommentaren erwähnt. Also wenn man Lilith, würde man eher mit der Kraft in Verbindung bringen. Die Herrscherin ist so eine Eva-Figur. Das finde ich, kommt auf der einen Karte ganz schön rüber. Ne? Und es geht halt auch, die ist ja schon aus dem Paradies zwar raus, aber sie, der Aspekt der Fruchtbarkeit wird hier gezeigt und das des Kinderkriegens, das seid fruchtbar und mehret euch, ne? Würde ich damit stark in Verbindung bringen. Und bei der White Queen, die Farbe Weiß, Christopher, das ist eigentlich eher dein Fachgebiet, ist im Alchemischen ja die zweite Stufe, wenn ich mich recht entsinne. Die Alchemie-Stufe. In der es darum geht,
bestimmte Dinge zusammenzubringen nach einem Prozess der Schwärzung, der Auslese, könnte man vielleicht so sagen. Und die weiße Königin muss sich paaren mit dem roten König, glaube ich. Es ist der rote König. Und dadurch entsteht dann etwas Neues. Also das ist so, das ist eben auch der Aspekt, den ich besonders spannend finde. Natürlich gibt es alchemistische Bezüge oder es wurden alchemistische Bezüge zu den Tarotkarten immer hergestellt. Und so wäre eben die Herrscherin, die sogenannte weiße Königin, und der nachfolgende Herrscher eben der rote König. Und die beiden zusammen als Urpolarität, männlich, weiblich, weiß und rot, ergeben dann letztendlich die Kombination, aus der dann der Stein der Weisen gefunden werden kann. Also das ist der Moment der Koagulation, des sich Verbindens zwischen den Gegensätzen, den der Alchemist anstrebt. Und die White Queen, die weiße Königin, verkörpert eben dieses Bedürfnis, in die Verbindung zu gehen. Und ich finde, mich hat zum Beispiel dieses andere Bild, The Empress, sofort an die Venus auch erinnert und an ihren Cupido, Amor, Eros. Mhm. Genau. Auch, wenn man genau hinschaut, natürlich da jetzt die Flügelchen fehlen und Pfeil und Bogen. Aber genau, und das da ist halt immer die Verbindung. Wir haben einerseits diese Geliebte und andererseits die Mutter bei der Empress. Und was mich bei der White Queen immer noch fasziniert, ist, dass wir ja, um nochmal auf geschichtliche, royale Bezüge zu kommen, wir während der Rosenkriege in England ja auch die White Queen und die Red Queen haben. Tatsächlich, ja. Also die White Queen ist die Margaret, wenn ich mich weiß, sind es nicht beide Margaret, also die von Edward dem IV. Auf jeden Fall, die Frau. Und da gibt es ja auch Netflix-Serien drüber, furchtbare Netflix-Serien. Und die Red Queen war die aus dem anderen Lager. Ne? Das finde ich ganz faszinierend. Und am Ende werden ja weiße und rote Rose unter Heinrich dem VII. Dann zusammengebracht. Ne? Also da haben wir auch einen alchemischen Prozess direkt in der königlichen Geschichte Englands. Ist das nicht auch bei Alice im Hinter den Spiegeln so, dass wir das recht, auch da, ja, auch da haben wir das. Ja. Ja. Also wobei Alice wahrscheinlich auch was mit Alchemie zu tun hat, ne? Ja. Rabbit Hole und blub, 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 blub. Ja, Lewis Carroll war ja Mathematiker, aber er hat sich auch sehr stark beschäftigt mit den okkulten Traditionen. Zumindest ja. wenn man seine beiden Bücher liest, Alice im Wunderland und Alice hinter den Spiegeln, dann ahnt man, dass er da viel, viel Wissen hineingebracht hat. Ja. Ja, ja, ich habe jetzt hier nochmal, bevor wir auf die noch bekannteren Darstellungen eingehen, mal zwei mitgebracht. Eigentlich hast du sie mitgebracht, Kirsten. Einmal aus dem Druidcraft, The Lady. Und das ist The Empress aus einem Tarotdeck, dessen Namen du vielleicht uns verrätst. Ich finde es gut, wie du dich vorbereitest, Christopher. du lässt aber einfließen, was du alles liest. Ne? Nein, Scherz beiseite. Ja, das Druidcraft hat eine der schönsten Herrscherinnen, wie ich finde, und sie heißt hier The Lady. Und dazu muss man wissen, dass in England, im magischen Denken Englands, wenn wir uns die okkulte Geschichte Englands oder Großbritanniens ansehen, die Lady eine ganz große Rolle spielt und die Fruchtbarkeit der Lady. Deswegen ist der Mythos um König Artus auch so wichtig und dass Guinevere keine Kinder bekommen kann. Ne? Das ist natürlich ein Bild dafür, dass das Land nicht fruchtbar ist. Und das wird hier sehr schön in diesem Bild ausgedrückt. Da ist diese Lady fruchtbar und garantiert halt den Fortbestand der Welt sozusagen, dadurch, dass sie fruchtbar ist. Und daneben haben wir das Raziel Tarot, auch wieder von Robert M. Place in Zusammenarbeit mit Rachel Pollack entstanden. Rachel Pollack liebt dieses Deck sehr und sie hat die These, dass die Schwester von Moses, die Miriam, Mariam, der dann vielleicht auch der Name Maria abgeleitet wurde, eigentlich ein Abbild der großen Mutter ist, die immer mehr in den Hintergrund gedrängt wurde durch das Patriarchat. Und deswegen ist sie dort abgebildet. Am Fluss hat ein bisschen eine Verbindung zum Stern auch. Der Stern, die Frau auf dem Stern ist definitiv auch eine Ausprägung der großen Mutter.
Ja, da werden wir wahrscheinlich im Oktober 2024 drüber reden. ja, also das dazu. Ich finde es nur interessant, weil es ja mal eine völlig andere Darstellung ist. Also ich meine, The Lady gefällt mir auch sehr, sehr gut. Hier sehen wir auch übrigens einen Fluss, der daneben fließt oder so eine Art Wasserfall. Also das fließende Wasser, natürlich auch Fruchtbarkeit, die üppigen Wiesen. Dann hält sie Getreide in der Hand, ein Füllhorn. Sie ist hochschwanger. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Darstellung dieses Prinzips der Üppigkeit, vielleicht in so Richtung Demeter gehend. Genau. Dann aber daneben diese doch sehr grazile, so ganz andere, Miriam heißt sie, ne? Oder Miriam, habe ich Ja, richtig? Miriam. Genau. Die auf einem Tamburin an einem Flussufer spielt. Also da, den Bogen habe ich jetzt noch nicht so kapiert. Aber wenn du sagst, dass es eben die Schwester von Moses ist, habe ich es jetzt richtig verstanden, dann ist das mal ein ganz neuer Aspekt, den mit der Herrscherin in Verbindung zu bringen. Ja, interessant. Ja, also die Fruchtbarkeit der Herrscherin ist eine chaotische Fruchtbarkeit, ne? Sie ist darüber, wenn wir über den Herrscher reden werden, dann werden wir über die Zivilisation reden. Sie steht für das, für viele Feministinnen, gerade Rachel Pollack zählt definitiv zu den Feministinnen des Tarot, ist sie der Ausdruck des Matriarchats, deswegen auch die Verbindung zu Demeter anhand des Kultes. Von Demeter kann man ja auch sehen, wie das Matriarchat langsam vom Patriarchat abgelöst wird. Und alles, was wir auf der Karte sehen, das fließende Wasser, das Getreide, die Üppigkeit, das sind alles natürliche, fruchtbare Prozesse, die ungelenkt existieren. Und auch wenn die Herrscherin für Kreativität steht, steht sie auch für Chaos. Ja, also das Ungelenkte oder das Überwuchernde, und das kann in Tarotlegungen dann auch ein Problem sein. Also das heißt, da kommt dann der, ich würde mal sagen, vielleicht der negative Aspekt vielleicht auch dann zum Tragen. In der Üppigkeit fehlt Ordnung. Ja, das ist kein negativer Aspekt. Ich könnte jetzt ein paar Dinge sagen, die jetzt, glaube ich, nicht so angemessen sind. Aber also zum Beispiel, ich versuche es etwas runterzubrechen. Ich versuche es etwas runterzubrechen. Das Thema, ob sich Frauen unter den Achseln rasieren müssen oder nicht, ist ein Thema, was zum Beispiel im Feminismus auch eine große Rolle gespielt hat. Und da geht es halt darum, was ist, darf man natürlich sein als Frau oder muss man sich der Ordnung des Herrschers unterwerfen. Also das heißt sozusagen, aus der Perspektive des Herrschers kommt dann Ordnung rein. Dann bewerte ich das jetzt mal weder als negativ noch positiv, sondern sage ganz einfach, das ist dann der nächste Schritt. Aber Üppigkeit kann natürlich auch, so meinte ich es eigentlich, in einem eher psychologischen Sinn auch belastend sein. Wenn ich also nur in der Kreativität stecke, eine Idee nach der anderen ausspucke und so sozusagen zu gar nichts mehr komme, sondern eigentlich nur noch die Wahl habe, alles sich selbst zu überlassen und dann zu gucken. Ich habe da ein schönes Bild gefunden bei der Sally Nichols. Sie hat gesagt, das ist wie ein Garten pflegen. Tagsüber erfreut uns die Herrscherin den Garten mit all seiner Schönheit und der Blüte, aber nachts schickt sie dann die Unkräuter wieder, die wachsen dann über Nacht und die gehören einfach auch dazu. Also, und so muss der Herrscher eigentlich immer wieder, jetzt greife ich schon vor, nach meinem Verständnis, immer wieder in den Garten, in die Gartenstruktur eingreifen, damit der Garten seine gewisse Ästhetik bewahrt, Ja, während da die. muss er, kann das nicht auch lassen. Das ist die Frage, ne? Das wäre sozusagen, die Herrscherin wäre jetzt eigentlich nicht der Park, der angelegte Park, sondern wäre dann eher die üppige Blumenwiese, die sich auch sich selbst überlässt und damit auch dem Lauf der Natur. Ja, und wenn wir nochmal das Beispiel von Venus aufgreifen, sich auch nicht auf einen Mann zum Beispiel beschränkt, sondern sich vielen Männern hingibt, gleichzeitig aber den hässlichsten Mann des Pantheons an die Seite gestellt bekommt, um da ein bisschen Ordnung reinzubringen. Jawohl. Sie hat sich ja dann an Ares gütlich getan. Also so Gott ist sei die Dank. So, wir gehen jetzt weiter und kommen zu bekannteren Darstellungen. Und zwar sehen wir auf der linken Seite die Wade-Smith-Variante, die wahrscheinlich den meisten vertraut ist von euch. Und dann die modernisierte Variante von Lisa Stirl aus dem Modern Witch Tarot. Und
man sieht ja deutlich, dass sich Lisa Stirl sozusagen ganz klar auf Rider-Waite bezieht, Waite Smith bezieht, und dass aber doch eklatante Veränderungen getroffen wurden. Ja, also die noch mal kurz die klassische Darstellung, die ihr alle kennt. Da seht ihr auch das Zeichen der Venus drauf, ne, in einem Herzchenkissen eingerahmt. Das verweist darauf, dass die Trümpfe alle astrologische Korrespondenzen haben. Ne? Die Herrscherin hat die Venus, der Magier, darüber haben wir schon geredet, den Merkur, und die Hohepriesterin, die hat den Mond. Da, also wir haben immer Planeten auch am Anfang der Serie der Trümpfe. Und die Venus bestimmt auch ziemlich stark das Bild. Also wir sehen eine locker gekleidete Frau. Sie hat so ein bisschen so Botticelli-Züge. Sie soll schwanger sein. Auch sie sitzt lassiv da, ihr Zepter. Das sieht eher aus, als würde sie so eine Babyrassel schwingen. Und sie ist sehr, ja, ja, sehr locker. Auch sie sitzt jetzt nicht breitbeinig da wie die in Marseille, aber sie ist schon offen, ne, für eine Begegnung. Und im Hintergrund sehen wir halt auch die wuchernde Natur im Vordergrund und auch wieder das fließende Wasser. Mhm. Und wenn wir jetzt rüberschwenken zur Darstellung von Lisa Stirl, da sehen wir natürlich, die größte Veränderung ist, es ist eine Person of Color. Do I say this correctly? Wobei ich heute gerade überlegt habe, ich bin eigentlich nicht weiß, sondern beige. Ich möchte künftig als beige Person bezeichnet werden. Und ja, ich bin da gerade ein bisschen gegen den Strich gebürstet. Das tut mir furchtbar leid. Und, es sei dir vergönnt. Danke. Und das passt natürlich super, dass sie dunkelhäutig ist, weil da wird ja auch die Zivilisation oder das, was vor der Zivilisation war, ihren Anfang gefunden haben des menschlichen Daseins. Also ich finde es total angemessen, sie so darzustellen. Es gefällt mir sehr gut. Sie ist sehr erotisch dargestellt. Ne? Also diese Erotik, die wir schon aus dem Waite Smith kennen, ist erotisch vertieft, finde ich. Dann aber dieser Kontrast des Hintergrundes, der so gar nicht üppig und schön ist, sondern eher er ist so kristalline, steinerne Formen. Vielleicht ist es eine Anspielung darauf, wie die Frau im Patriarchat sich fühlt, wenn eben die Ordnung und Struktur hineingebracht wird, die der Herrscher sich wünscht. Sonst weiß ich nicht genau, warum diese Verästelung da zu sehen ist. Ich dachte eher, weil man ja irgendwie sagt, die kristallinen Strukturen sind ja in nach manchen esoterischen Traditionen die Vorstufe zur pflanzlichen Stufe. Ne? Also erst Kristalle, dann die Welt der Pflanzen, dann die Welt der Tiere und zum Schluss die Welt der Menschen. Das ist natürlich auch sehr hierarchisch gedacht, aber findet man in manchen okkulten Traditionen, ich glaube in der Theosophie wird das so erwähnt und auch bei den Anthroposophen. Ich hätte es eher gedacht, dass eben die Herrscherin so diesen Beginn auch darstellt. Ich finde auch zum Beispiel im Gegensatz zu der Üppigkeit vom Waite Smith Tarot, wo wir viel Gelb und Grün haben und na, also das Leuchtende, das Goldene, tritt hier so eine herbstliche Landschaft schon fast in den Vordergrund. Also da wird eher auf einen Aspekt auch hingewiesen von Vergänglichkeit des Ganzen auch. Der ist da viel deutlicher zu spüren. Ja, vielleicht ist es aber auch eine Anmahnung des Klimawandels. Ne, wir wissen jetzt nicht, ich weiß nicht, ob Lisa Stirl sich wahnsinnig mit alchemistischen Prozessen beschäftigt. Den Rest, den ich in ihrem Deck sehe, spricht eigentlich dagegen aus meiner Perspektive. Mhm. Ich denke, dass sie eher politisch ist, wenn sie ihre Bilder malt. Ja, ja, also sehr, sehr interessant. Also da ist schon ein eklatanter Unterschied. Und ich finde das spannend, wie sie es auf der einen Seite aufgreift und auf der anderen Seite natürlich auch sehr dem Zeitgeist gemäß verändert. Ja. Kommen wir zu zwei Darstellungen, die eine ist sehr, sehr alt und die andere doch sehr modern. Ja, wir sehen wieder hier das Visconti-Tarot, das ja als so eines der allerältesten Tarots gilt, Mitte des 15. Jahrhunderts entstanden. Wie ihr seht, hat Christopher jetzt hier ein Bild ausgewählt, wo
das nicht so klar nachgezeichnet ist, wie es in anderen Decks manchmal zu sehen ist. Aber man sieht bei dieser Darstellung sehr deutlich, wie sich daraus dann das Marseille-Bild entwickelt hat. Und was ihr auf der anderen Seite seht, das ist die Herrscherin von Karl Röhrig, der hier sehr starke 80s, den Spirit der 80s lebt, wie ich finde. Ja. Und ich habe lange gebraucht, um mich mit der Herrscherin da klar zu, abzufinden bei Röhrig. Aber sie spricht natürlich genau das an, was wir, als wir über Alice Schwarzer geredet haben, auch diskutiert haben. Die Frau, die sich versucht, in der westlichen Welt, ne, wir haben hier starke Anspielungen auf Amerika in dieser Karte, die hat sogar so ein bisschen so freiheitsstatue-mäßige Haare, sich einerseits als Frau zu geben, die Frau auch, auch die Waffen einer Frau nutzt, um voranzukommen, ne? Das Dekolleté, das Geisha-Gesicht, was sie hat, und dann der Schal, der über ihren Hals liegt, als interpretiere ich so, als ich spreche meine wahre Wahrheit nicht aus, ja. Und andererseits damit aber auch genau mit diesem Thema gut vorankommt, so interpretiere ich diese Karte. Das ist keine sehr freie Herrscherin. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass er sich auf Crawley bezieht. Den hast du ja, glaube ich, auch noch da. Und Crawleys Herrscherin ist nicht sehr frei. Ja, was hat sie unter ihrem schwarzen Schal verborgen? Sind es die Bisse von Vampir? Sind es die Vampirmale möglicherweise? Könnte ja, auch. Ist auch recht sein, bleich. Ja. Ne? Also so bleich, wie sie ist. Obwohl das natürlich schon eine Anspielung der 80er Jahre ist. Ne? So bleich geschminkt und rote Lippen. Das sieht schon sehr nach 80er Jahre aus. Sehr interessante Darstellung, finde ich für mich persönlich verwirrend. Ja, ja, also die Röhrig-Bilder sind teilweise sehr verwirrend. Aber ich heutzutage denke ich, weiß nicht. Aber als ich das Deck so Ende der oder Mitte der 90er zuerst mal in den Händen hatte, dachte ich, ja, das entspricht eigentlich genau meinem Lebensgefühl als Frau. Das hat sich aber stark geändert. Also da merkt man wiederum, das, was wir am Anfang auch gesagt haben, gerade die Herrscherin spiegelt den Zeitgeist, ich glaube, wie kaum eine andere Karte wieder. Ne? Also ja, weil sich eben Verständnis von Weiblichkeit ja auch ununterbrochen ändert. Ja. Vergleicht es mal mit der Lisa Stirl-Karte, ne? Also die selbstbewusste, die ja auf der anderen Seite auch ähnlich jetzt wie diese Frau sich ihrer Reize bewusst ist, sage ich jetzt mal. Wobei ich das immer doof finde, das so darzustellen. Aber ganz anders. Ne? Also da wir reagieren auch ganz anders auf solche Bilder mittlerweile, weil wir auch unsere Sehgewohnheiten sich diesbezüglich völlig geändert haben. In Kürze. Und auch unsere eigene Einstellung uns selbst gegenüber und dem Umfeld gegenüber, ganz klar. Ja, wir eilen dem Ende zu, liebe Kirsten. Ich habe aber noch zwei Karten, und zwar einmal aus dem mystischen Tarot. Wobei, das ist die Hohepriesterin, die du da hast. Oh. Aber sehr hübsch auch. Ja. Was soll ich sagen, Kirsten? Stimmt, das ist die Hohepriesterin. Dann konzentrieren wir uns auf, ich reiche die Herrscherin von der Dame, deren Namen du gleich nennen wirst, die das Deck geschaffen hat. Ich kann diese Namen nicht merken. Nicht. Ich weiß, sie heißt Brandy Tarot. Nein, nicht meins, das andere von der Hohepriesterin. Ah, okay, alles klar, okay. Du meinst die Katrin Weltstein. Katrin Weltstein. Entschuldigung bitte, liebe Katrin Weltstein, wenn du jemals das sehen solltest, dass ich deinen Namen nicht wusste. Ich habe dein Tarot-Deck selbstverständlich auch, aber ich habe es nicht so mit Namen. Und das Tarot von Emmy Brady, das ich jetzt hier daneben habe, das kenne ich natürlich sehr gut. Das gehört zu meinen Lieblingstarots. Und da sehen wir eine rote Wölfin, die ihre Kinder säugt, und wir sehen auf ihrem Rücken quasi zwei Hasen tanzen, die für die Fruchtbarkeit stehen, und hinten im Wald sehen wir noch so ein Reh, so
zaghaft hervorgucken. Und ich finde, Rachel Pollack, die das Begleitbuch zum Brady Tarot geschrieben hat, die verweist darauf, dass eben hier interessanterweise die Herrscherin mit einer Wölfin gleichgesetzt wird, aber eben nicht der Wölfin in einem Rudel, sondern die, die sich voll und ganz auf ihre Brut konzentriert und sozusagen auch in diesem Zustand alles um sich herum lassen kann. Also sie ist jetzt nicht im Jagdinstinktmodus, deswegen können die Hasen auf ihrem Rücken tanzen und das Reh kann sich aus dem Wald wagen. Also finde ich eine sehr schöne Darstellung des mütterlichen Prinzips, aber jederzeit natürlich bereit, das zu verteidigen. Also sollten die Jungen angegriffen werden, dann wäre die Wölfin sicherlich die Erste, die den Angreifer in Stücke zerreißt. Ja, korrekt. Sehr schöne Darstellung, wie ich finde. So, ich würde vorschlagen, wir haben noch eins zum Schluss, weil wir es erwähnt haben, eine sehr fantasievolle Darstellung, eine romantisierende Darstellung eines romantisierenden Tarots. Brauchen wir jetzt gar nicht so unbedingt drauf eingehen, es ist einfach nur noch daneben. Und natürlich die Crowley-Variante, die dir ja nicht so gut gefällt, wie ich mittlerweile mitbekommen habe. Ich das mag sie irgendwie. Gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Hast du nicht gesagt? Ich habe gesagt, dass sie nicht sehr frei ist. Okay. Ich finde es aber trotzdem nochmal wichtig, auf die andere romantisierende Darstellung einzugehen. Ich glaube, sie ist aus dem Romantic Tarot, nämlich Frauen und Alter wird da dargestellt. Ja. Und das ist natürlich auch noch ein Thema. Männer und Alter, da wird man dann Professor, ne? Aber wenn ich hier meine Krone abnehme und dann mal bei Licht meine Falten zeige, dann bin ich nicht mehr so attraktiv, wie ich jetzt gerade bin. Zum Beispiel Elisabeth die Zweite, Erste, um nochmal den Bogen zu schlagen, als alte Herrscherin, wurde ja wirklich nicht mehr sehr gut angenommen. Auch die Victoria als alte Herrscherin, ne, wurde ja eher sich sehr stark über sie lustig gemacht. Jetzt mit der Elisabeth auch schwierig, ja. Also die Patriarchin als alte Frau ist vielleicht eine weise Frau, aber sie ist, glaube ich, nicht mehr so gut angesehen, wie wenn sie in der Kraft und in ihrem Saft ist. Und auch das Thema der Fruchtbarkeit fällt ja dann weg bei ihr. Mhm. Also was macht eine Herrscherin, wenn sie alt ist? Aber da haben wir wieder das Thema der großen Mutter, Großmutter. Mhm. Also da sieht man tatsächlich, dass vielleicht auch in dieser Herrscherin eben tatsächlich so viele Facetten enthalten sind. Und manche eben sich sehr stark auf einen Aspekt konzentrieren, nämlich den der Fruchtbarkeit und die Üppigkeit, das blühende Leben, die Mutterschaft. Und hier haben wir natürlich auch eine Mutter, aber eben eine Mutter, die das, was sie erschaffen hat, versucht zu bewahren, möglicherweise. Vielleicht ja. So wie jetzt die rote Wölfin sagt, also ich habe ein Reich erschaffen, ich habe Kinder hervorgebracht, aber ich bleibe immer eine Mutter, selbst wenn ich aufhöre, selbst fruchtbar zu sein. Aber eine Mutter werde ich immer sein. Ja, ja, und man muss auch sagen, wenn wir jetzt wieder Elisabeth I. nehmen oder Victoria, sie haben ja dann das Reich auch ziemlich ins Chaos entlassen. Ne? Also sowohl nach dem Tod von Elisabeth I. als auch nach dem Tod von Victoria waren eigentlich keine guten Zeiten erstmal, bis sich da alles wieder sortiert hatte. Und ja, was jetzt ansteht, wenn die Elisabeth, die jetzt 95 wird in diesem Monat, geht, dann bin ich auch gespannt. Ne? Liefern sich dann Harry und William einen Krieg? Wer weiß. Harry ist ja jetzt aus dem Rennen, ne? Na, das weiß man noch nicht. Also es kann ja sich alles wieder ändern. Wir werden das beobachten, und, Kirsten. Genau. Ja, jetzt habe ich elegant über Crawley hinweggesehen. Ja. Also die Herrscherin heißt bei Crawley Kaiserin, ja. Ist nochmal wichtig. Und auch da sehen wir wieder den Adler prominent und den Pelikan, der dort sich befindet, weil man annahm früher, dass der Pelikan mit dem eigenen Blut die Kinder ernährt, weil er ja so rote Flecken am Hals hat, was natürlich gar nicht stimmt. Also die Opferbereitschaft der Mutterschaft wird in diesem Bild dargestellt. Und wir sehen auch, wo Röhrig hier seine Inspiration her hat. Sie ist nämlich total in so ein Korsett eingeschnürt, wie so eine Geisha. Sie hat eine sehr starke Verbindung zur Hohepriesterin. Sie ist auch mit den Mondsicheln, wird sie zusammengeführt. Sie hat einen Schleier,
die Hohepriesterin auch, der allerdings zurückgeworfen ist. Also hier sehen wir diese Verbindung zwischen Hohepriesterin und Kaiserin sehr stark. Und sie macht ein sehr eingebundenes Zeichen, was natürlich schon mal, sie hat eine royale Haltung, ne? Das passt natürlich auch zum Königstum. Aber sie soll dargestellt das Zeichen für Salz machen in ihrer Haltung. Und da sind wir wieder bei der Alchemie gelandet. Ja. Und natürlich auch wäre das, wir haben ja links und rechts diese Mondsichel, in der Mitte der Vollmond quasi, siehster Vollmond zwischen zunehmendem und abnehmendem Mond. Der Pelikan, wie gesagt, die mütterliche Opferbereitschaft. Pelikan wird ja auch oft für Christus als Symbol genommen. Und ich finde, da hinten sind sie so algenartiges. Es hat so was unter Wasser. Soll ein Weizenfeld sein. Ja, für mich sind das Algen. Und ich finde, mir gefallen die Farben sehr, sehr gut. Ich mag diese Kombination aus Grün und Blau. Und ja, du hast natürlich recht, es ist sehr starr, aber vielleicht ist das so, wie du sagst, finde ich einen interessanten Aspekt, dieses Weiblichkeit, aber auch nicht unbedingt frei. Ja, also da kommt so ein bitterer Aspekt ein bisschen dazu. Liebe Kirsten, wir sind jetzt leicht über der Zeit, aber wir müssen ein Ritual noch machen. Und zwar, ihr Lieben da draußen, ihr dürft euch wieder angesprochen fühlen, denn wir wollen ja noch ein Orakel machen mit euch. Und Kirsten sucht verzweifelt ihre Karten und hat sie schon gefunden. Ja, genau. Mit was wirst denn du heute, welches Tarotdeck wirst du heute nehmen? Ich dachte, ich nehme heute, weil es gerade hier liegt, das von Katrin Weltstein. Okay. Es liegt hier einfach gerade rum. Und ich nehme ich nehme was anderes. Ich nehme das Relative Tarot. Okay. Und ich nehme wieder mein geliebtes Brady Tarot. Und liebe Leute, das heißt, ihr dürft euch jetzt für einen von uns beiden entscheiden. Also Kirsten oder Christopher, je nachdem, wen ihr wählt, das ist euer Impuls für uns heute. Vielleicht hat euch ja unser Gespräch, wenn wir hier so mischen, plaudere ich etwas, doch inspiriert, über diese Themen nachzudenken und vielleicht mal eine eigene Frage dazu zu stellen. Wie sieht es eigentlich mit meiner eigenen weiblichen Seite im Leben aus? Wo bin ich als Frau oder auch als Mann in meiner weiblichen Seite vielleicht in ein Korsett gesteckt? Wo wünsche ich mir mehr und wie kann ich es finden? Oder ihr denkt euch irgendeine andere Frage als Tagesimpuls aus. Und während wir hier so mischen, ja, also ich mache hier meine, immer diese Entscheidungen, Jacqueline, ich weiß. Aber du wirst es nicht bereuen, wenn du dich für einen von uns beiden entscheidest. Lapis Lazuli macht es sich wirklich einfach. Sie entscheidet sich einfach. Ja, muss ich auch sagen. Also, könnt euch ja sagen, erst Kirsten, dann Christopher oder erst Christopher, dann Kirsten oder nur eine von beiden. Also ich bin euch auch nicht böse, wenn ihr Kirsten wählt. Also zumindest würde ich das nicht. Nicht. Also ihr dürft das auch durchaus in den Kommentaren kundtun. Also ich kann nur sagen, ich habe hier gemischt und jetzt eine Karte gezogen. Hast du schon? Okay, dann muss ich das auch machen. Okay, ich habe auch eine Karte gezogen. Oh. Und ich muss sagen, ich habe nicht gecheatet, ja. Ich habe gezogen. Nee, jetzt. Nein, Kirsten. Es tut mir leid. Es muss an der Krone liegen. Ja, also wirklich. Also Kirsten, aber dann erzähl es doch auch noch bitte mal dazu, was das jetzt bedeutet für diejenigen, die sich für dich entschieden haben. Naja, also wir sehen ja hier nochmal einen anderen Aspekt der Herrscherin, ne? Eine Haremsdame. Das ist eine meiner ganz großen Fantasien. Ich wollte immer mal eine Haremsdame sein. Hat aber nicht geklappt und jetzt bin ich zu alt leider. Aber auf jeden Fall bringt mich das dahin zu sagen, okay, denke doch noch mal über dein Bild von Weiblichkeit nach oder wie du dich als Herrscherin siehst in der Zeit, und auch Männer können ja durchaus ihre Herrscherin leben. Und schau einfach, dass du das nach draußen trägst. Also für mich ist es ein Thema, was mich gerade sehr beschäftigt. Das Altern ist dann irgendwann doch anstrengend. Und wie definiere ich mich denn als Frau, wenn ich bestimmte Aspekte meines Frauseins nicht mehr habe?
Und da bin ich gerade dabei, mich neu zu erfinden. Und es könnte sein, dass ihr da draußen auch ein Thema damit habt. Ja, interessant. Dann würde ich noch mal sagen, ich habe hier diese Karte im Braille Tarot gezogen, The Son of Feathers. Und Sohn der Federn, ja, das ist, die Federn entsprechen dem Feuerelement an dieser Stelle. Und ja, der Sohn der Federn wäre entsprechend der, na, wie heißt's, der Prinz der Federn. Und der Prinz der Stäbe sozusagen. Und Die Federn sind doch, sind das keine Schwerter? Entschuldige. nee, die Schwerter sind die Pfeile. Ah, Na, also okay. das ist hier bei der Brady ein bisschen anders zu denken. Man kann es immer gut erkennen, wenn man die Umrandung der Karte anschaut, die ist rot. Daran kann man sich ein bisschen orientieren und erkennt, dass es sich hier um das Feuerelement handelt. Und wir sehen auf dieser Karte Raven, das ist eine Figur aus der indianischen Mythologie, der Rabe. Und wir sehen, dass er halb schwarz, halb weiß ist, weil nach der indianischen Mythologie war er ursprünglich weiß und hat durch ein großes Selbstopfer sozusagen den Menschen wieder die Natur zurückgebracht. Und dafür aber ist er schwarz geworden. Also der schwarze Rabe war ursprünglich weiß. Die Idee dieser Karte ist der einer selbstlosen Handlung. Also das heißt, es geht darum, etwas zu tun, mit einem gewissen Idealismus beseelt, ohne darüber nachzudenken, was man da für ein Ergebnis erzielt, sondern eben ja, anderen zum Beispiel zu helfen und das Ganze auch als Abenteuer zu sehen, also ohne jetzt einen Lohn zu erwarten. Und selbst wenn man dafür auch einen Preis zahlen muss, dass man etwas tut, ne? Vielleicht verliert man etwas, wie der Rabe eben seine weiße Farbe verliert. Aber am Ende wird es sich gut anfühlen, dies getan zu haben. Und ja, man wird auf alle Fälle ein tolles Abenteuer bestehen. Also die Ermutigung, etwas zu tun, einfach aus reiner Abenteuerlust und aus idealistischen Gründen. Ja, Pippi Langstrumpf. Zum Beispiel, ja. In jedem Fall, wie ihr da draußen, das wäre jetzt eine Botschaft, die vielleicht euch noch inspiriert an diesem ausklingenden Wochenende. Und wir werden uns natürlich freuen, euch im nächsten Tarotgarten wiederzusehen, aber der ist erst in 14 Tagen. Und wenn ihr natürlich Sehnsucht habt danach, uns wiederzusehen, dem ist auch Abhilfe geschafft. Denn die Kirsten und ich, wir werden am kommenden Dienstag Tag Am um 16. 19 Uhr ein Webinar halten auf dem Kanal Phoenix Astrologie. Das ist mein Astrologiekanal. Dort werden wir über das Saturnjahr sprechen. Also wer da Interesse hat, auch unseren astrologischen Ausführungen zu lauschen, merkt sich den 16. März und schwenkt über auf Phoenix Astrologie. Ich verlinke das aber nochmal in der Infobox, damit ihr es auch findet gleich. Dort könnt ihr uns eben über das Saturnjahr philosophieren hören. Allerdings ist das Ganze, Entschuldigung, nicht auf dem Kanal für Phoenix Astrologie, sondern auf Phoenix Astrologie ist nämlich ein kostenpflichtiger Vortrag. Aber dazu folgt einfach dem Link. So, jetzt war ich ein bisschen verwirrt für einen Augenblick. Es ist auf meiner Seite phoenixastrologie.de zu finden, dort eben als kostenpflichtiges Webinar. Aber sehr empfehlenswert, weil wir den Mythos Saturn ja ein bisschen beleuchten wollen. Dann hat aber Kirsten heute ja auch noch was in petto, würde ich mal sagen. Ja, ich habe um 15 Uhr mein Taroskop und werde euch wieder was zur kommenden Woche orakeln. War übrigens das letzte Mal, als ich das gehört habe, da war ja super treffend bei mir. Also dein letztes Taroskop hat den Nagel auf den Kopf getroffen bei mir als Steinbock. Ne? Ich gebe mir immer Mühe, euch die wahren, wichtigen Nachrichten zu bringen. Also heute um 15 Uhr auf dem Kanal der Mantiker zu finden. YouTube, genau. Verlinkung auch in der Infobox. Und ich bin heute Abend, jetzt kommt es, auf dem Kanal von Phoenix Astrologie zu sehen. Hier, langsam müssen wir mal Ordnung hier in das Chaos bringen. Auf dem Kanal von Phoenix Astrologie zu sehen mit einem Horoskop des Zeitgeschehens.
Und ja, in ein Mystery-Horoskop, am Anfang verrate ich nicht, wer es ist, dann deute ich es ein bisschen und ihr dürft sozusagen mitraten aufgrund der Deutungen, wer könnte es sein. Und es hat sich in der letzten Woche doch einiges im Zeitgeschehen getan und deswegen habe ich da sehr, sehr spannende, ein sehr spannendes Horoskopbeispiel. Ja, das heute um 19 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Phoenix Astrologie. Und was gibt's noch zu sagen, Kirsten? Ja, in 14 Tagen treffen wir uns wieder zum Tarotgarten. Da wird uns dann Christopher was über Ordnung erzählen. Das wird sicher sehr interessant. Nächsten Sonntag sind wir nicht online, dafür aber am Freitagabend, wenn ich mich recht entsinne. Also das ist dann der 19. Da sind wir einen Abend vor Frühlingsanfang. Diesmal ist dann, dieses Jahr ist dann 20. März Frühlingsanfang. Und werden uns wieder ein bisschen astrologisch mit euch im Sternenturm auseinandersetzen. Also das seht, bis zum nächsten Tarotgarten gibt es viele Gelegenheiten zu überbrücken. Ihr müsst nicht darben und deswegen freuen wir uns natürlich, dass ihr das nächste Mal wieder dabei sein werdet. Und dann geht es um den Herrscher im Tarotgarten. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag. Was auch immer ihr tut, tut es mit viel Freude, Liebe und vielleicht geht ihr in die Natur anlässlich der heutigen Herrscherin. Und lasst es euch gut gehen. Genießt den Tag, so gut es eben geht. Und ja, oder auch andere Methoden der Fruchtbarkeit sind bei der Herrscherin nicht unbeliebt. Ich würde sagen, es wird Zeit für das Schlussbild, liebe Kirsten. Herzlichen Dank an dich, Euer Majestät. Und wir werden uns alle wiedersehen. Und vergesst nicht, uns ein Like zu hinterlassen, wenn euch das hier gefallen hat. Und uns natürlich zu abonnieren. Und was man noch so tut in den sozialen Genau. Medien. Ihr wisst das ja. Bis Nein, nur dahin. genug am 20. am 19. Genau. Bis dann. Vielen Dank. Thank you.